In diesem Video geht es um die Putztechnik mit der Handzahnbürste. Das Problem, wenn Sie mit einer Handzahnbürste putzen, ist ganz häufig, dass Sie einfach nicht die richtige Technik haben. Ja? Und dadurch passieren zwei Dinge. Das eine ist, die Zähne werden gar nicht richtig sauber. Ja, und dann macht es natürlich gar keinen Sinn. Und das zweite, was noch viel schlimmer ist möglicherweise, Sie beschädigen dabei Ihre Zähne oder Ihr Zahnfleisch. Und damit Sie da keine Fehler machen und das richtig machen, die Zähne einerseits richtig sauber bekommen, auf der anderen Seite aber auch Ihre Zähne nicht kaputt machen, wollen wir Ihnen das heute mal erklären. Wir heißt die Kerstin Zern und ich, das heißt eigentlich mehr die Kerstin als ich. Die Kerstin ist quasi Train the Trainer, sie ist also Referentin für die Benutzung von Zahnpflegegeräten. Nee, wie hast du es so schön genannt? Zahnputzgeräten, Bürsten, sollen wir... Zahnreinigungsgeräte. Zahnreinigungsgeräte. Ja. Und trainiert ZMPs, also Prophylaxe-Assistentinnen und Dentalhygienikerin in Zahnarztpraxen, bringt ihnen also bei, wie man die Produkte von der Firma Curaprox in dem Fall optimal einsetzt, damit eben die besten Reinigungsergebnisse erzielt, bei gleichzeitiger Schonung der Hartsubstanz und natürlich auch von dem Weichgewebe. Hm. Also toll, dass du dir die Zeit nimmst, Kerstin. Und ja, vielleicht erzählst du erstmal, was so das Problem bei einer klassischen Handzahnbürstentechnik ist. Also was ist das Problem? Ist die Zahnbürste das Problem? Ist die Technik das Problem? Was ist denn das Problem? Ja, sehr gerne. Was mir immer wieder auffällt bei den Patienten, die haben einfach nicht die richtigen Techniken. Häufig, das Häufigste, was ich sehe, die Zähne werden aufeinander gestellt, so, und dann in großen Kreisen, okay, einmal rüber. Mhm. Im Bereich der Backenzähne sehe ich sehr häufig sowas. Ne? Da wird also sehr häufig geschrubbt, was das Zeug hält. Bei manchen hat man das Gefühl, die Zahnbürste sprüht gleich Funken, ne? Weil alle immer glauben, oh, je mehr, desto besser und ich muss da richtig was runterkriegen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz großes Missverständnis. Ne? Also es ist nicht die Kraft. Es ist viel eher die Technik. Mhm. Und auch hier ist es eben wichtig, dass wir die Zahnbürste eher halten wie ein Stift, nicht wie ein Hammer. Ja, und häufig haben die Zahnbürsten aber eben diese Schrubbergriffe. Mhm. Jetzt geht noch die Ablage für den Daumen, ja, dass man auch richtig schrubben kann. Ist ein Riesenproblem. Und ich habe mir das eben ganz bewusst so gestaltet, dass man gesagt hat, man macht so einen Achtkantgriff, damit ich eben das nicht habe. Ja, also ich halte die jetzt hier wie ein Stift, ja, und gehe jetzt schräg zum Zahn, die Borsten kippen hier schon von allein oder wie von allein in die Zwischenräume rein. Und jetzt brauche ich nur noch Kreisen. Genau. Also ich gehe in ganz kleinen Kreisen. Kleine Kreise. Zahn, Mini-Kreise. Also so 3 bis 4 Kreise pro Zahn. Darf ich das mal kurz in die Kamera zeigen? Ich würde mal ein bisschen dichter rangehen, dass man das mal sehen kann. Sehr gerne. Und du sagst mir, ob ich es richtig mache. Okay, so. Gucken wir mal, dass die Kamera das scharf stellt. Ja. Kann man das sehen? Sieht sehr gut aus, ja. So, und jetzt mache ich es mal erstmal verkehrt. Ja, ich setze jetzt mal die Zahnbürste. Du musst leider, darf die Kamera dir nicht in die Augen gucken, weil sonst stellt sie hier nicht ab. Jetzt sieht man vielleicht zwischen Zahnbürste und Zahn noch so kleine rote Dreiecke. Richtig. Das ist das Zahnfleisch quasi in den Zwischenräumen. Und das Problem ist jetzt, dass wenn man die so ansetzt und jetzt schrubbt, dass man dann nur die Außenflächen quasi schrubbt, aber dass man überhaupt nicht in die Zwischenräume reinkommt und jetzt eigentlich nur was kaputt macht, ohne dass man eine nennenswerte Reinigungsleistung hat. Mhm. Ne? So, jetzt sag mal, was machen soll. Also die Borsten hängen ja im Moment ganz schön in der Luft. Einfach mal die Zahnbürste ein wenig kippen. Also die Borsten enden Richtung Zahnfleisch, genau. Jetzt sieht man auch schon, wie die Borsten in die Zwischenräume reinfallen. Und jetzt einfach in kleinen Kreisen. Ne? Wir haben ja alle irgendwann mal ein Haus gemalt mit diesem Schornstein und dann der Qualm. Ne? Also halt die Bürste wie ein Stift und mach diesen Qualm. Kleine Kreise, Zahn für Zahn. Okay. Kreise auf die Zähne malen, ganz einfach. Kreise auf die Zähne malen, das finde ich gut. Ja, und das Ganze eben gerne auch mit ein bisschen Geschwindigkeit. Also wir können da richtig Gas geben, können da richtig Qualm machen sozusagen, aber eben nicht mit Kraft. Okay. So ein bisschen wie in der Autowaschanlage, ne? Wenn da das Auto gewaschen wird. Ja. Okay, also nochmal nicht so, sondern schräg. Richtig. Und dann kleine Kreise. Richtig, das ist die richtigen Stellen treffen. Mhm.
Ist ja auch so ein Punkt, ne? Das höre ich ja auch ganz, ganz oft von den Patienten, so dieses, ja, aber ich putze doch. Ja, ich putze meine Zähne zweimal am Tag. Ich putze so 5 Minuten. Und ich sage dann, wissen Sie, es kommt gar nicht darauf an, wie oft Sie putzen oder wie lange. Sie müssen die richtigen Stellen treffen. Ja? Genau. Die richtige Stelle treffen ist eben genau das. Und das macht den Unterschied. Ja. So Kleinigkeiten sind Nuancen, die aber dann am Ende entscheiden. Okay, also genau wie bei der elektrischen Zahnbürste kommt es einfach darauf an, dass man den richtigen Anstellwinkel hat. Mhm. Und im Unterschied natürlich zur elektrischen muss man selber jetzt ein bisschen mehr was ackern. Ne? Man muss mehr machen. Man macht diese Kreisbewegung selber. Ja. Genau. Das hat man mit der elektrischen eben nicht. Die wird einfach nur geführt von Zahn zu Zahn. Mhm. Okay, was gibt's noch zu beachten? Wie reinige ich jetzt die Schneidezähne damit am besten von innen? Also auch Kreise dann? Also auch die Zahnbürste so, wie die elektrische Zahnbürste so schräg anstellen? Ich zeig mal hier, weiß nicht, ob man sehen kann. Eher hochkant. Hochkant? So hochkant. Und dann auch kreisen oder... Genau. Was mache ich jetzt? Es ist immer wieder der Kreis. Kreisen, 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 kreisen. Ja? Der Kreis ist die Summe aller Richtungen. Ja. Ja, sobald wir einen Kreis bürsten, erwischen wir ja automatisch alles. Ein Tipp habe ich noch für die Unterkieferfront von innen. Ja. Ich stelle das nochmal vor. Ich nehme nochmal den Daumen. Wir stellen uns nochmal vor. Das hier ist der Zahn. Hier ist das Zahnfleisch. Aber jetzt von innen. Ja? Hier ist die Zunge. Ja. Wir gehen also bei diesen Innenflächen mit der Innenkante der Bürste. Wir haben ja hier eine Innenkante, hier oben wäre die Außenkante. Das hier ist die Innenkante. Gehen wir wieder genau hier an diesen Übergang Zahn nach Zahn. Okay. Und das macht jetzt den Unterschied von dem zu dem. Okay. Probieren Sie das ruhig mal aus zu Hause an Ihrem Nagel. Und wenn Sie dann das nächste Mal Zähne putzen, dann denken Sie mal an Ihren Nagelfalz. Das ist ein guter Tipp, den kann ich auch noch nicht... Ja, vielen Dank. Gerne. Okay, also Systematik ist quasi auch viermal von Ohr zu Ohr. Richtig. Außen wie innen. Was eigentlich mit den Kauflächen? Kauflächen, da dürfen wir schrubben. Und mein Tipp ist wirklich, machen Sie die Kauflächen ganz zum Schluss. Da dürfen Sie sich austoben. Das ist dann so Ihre Belohnung. Ne? Okay, wenn man sich die ganze Zeit zurückgehalten hat, dann kann man da noch mal ein bisschen Gas geben zum Schluss. Genau. Ja, nee, das ist prima. Okay, also viermal von Ohr zu Ohr, Oberkiefer, Unterkiefer, jeweils von außen und von innen. Kleine kreisende Bewegung, Zahnbürste im 45-Grad-Winkel anstellen, damit quasi Zähne und Zahnfleisch quasi jeweils die Hälfte ungefähr der Zahnbürste abkriegen. Genau, na, also immer so halb-halb. Die Hälfte vom Bürstenkopf oder die Hälfte vom Borstenfeld steht auf dem Zahnfleisch und die andere Hälfte auf dem Zahn. Genau. Und dann kann nicht immer ringsrum weiterkreisen. Mhm. Bei den Schneidezähnen. Das ist wirklich ein cooler Tipp, ja, mit der Innenkante sozusagen unten am Zahnfleisch, das ist wirklich super. Man kann das hier wahrscheinlich nicht so gut sehen, aber probieren Sie es mal aus. Ich glaube, das spürt man ganz gut. Das ist echt, ein super Tipp. Letztendlich, es ist wie mit allem, ne? Zähneputzen ist ein Feeling. Es ist immer wieder dieses sich selber kontrollieren. Bin ich da jetzt am Zahnfleisch unten richtig dran oder bin ich es nicht? Und dann kann ich jetzt eben nicht nebenbei die Blumen gießen oder den Hund füttern. Das ist vielleicht wirklich ein ganz wichtiger Hinweis, das sehe ich bei meinen Kindern. Ne? Ich ermahne die immer, die sollen am Waschbecken stehen bleiben, um die Zähne zu putzen. Die rennen immer durch die Gegend und quatschen noch dabei. Dann denke ich mir auch, wie soll das was werden? Meine Kinder hören leider nicht auf mich, aber vielleicht nehmen sie ja den Tipp mal mit, dass man wirklich mit seinem Fokus auch wirklich dabei ist. Ja. Ne? Und einfach sich immer 2-3 Minuten sich die Zeit nimmt, das wirklich gründlich zu machen und drauf zu achten. Mhm. Ansonsten natürlich immer gut, wenn Sie auch Feedback bekommen von Ihrer ZMP. Also nehmen Sie ruhig auch mal die Zahnbürste zur Prophylaxe mit. Zeigen Sie die Putztechnik, die Sie selber benutzen. Lassen Sie sich da Feedback geben. Lassen Sie auch an den Zähnen zeigen, wo die Stellen sind, wo Sie selber nicht so gut drankommen. Ja, weil da können Sie sich dann direkt vor Ort von der ZMP quasi zeigen lassen, wie das funktioniert. Das ist eigentlich dann wie eine Trainerstunde. Ja, im Grunde genommen, Sie gehen ja 2-mal im Jahr zur Prophylaxe oder 3- oder 4-mal maximal. Und das sollte man immer nutzen als Trainerstunde, ja, dass Sie nochmal die Technik verbessert bekommen, einfach nochmal gezeigt kriegen, wie es am besten geht. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Und löchern Sie Ihre ZMP. Ja. Genau. Mhm. Die darf auch mal Ihnen ein paar Tipps geben. Die Minute Zeit muss sein. Ja. Okay, wo bekommen wir die Zahnbürsten? Das sind ja hier diese super weichen mit 5000 Filamenten und dann haben wir noch die 12.000 Filamenten bei der anderen. Gibt's alles im Online-Shop? Genau.
curaprox.de. Genau. Und da gibt es auch nochmal 20% Rabatt, wenn Sie den Gutscheincode DITMANN20 benutzen. Und das ist, glaube ich, so ziemlich das Günstigste, was Sie im Internet finden können. Ja, mehr geht nicht. Das ist schon ein sehr großzügiges Angebot. Also auch an dieser Stelle mal ganz vielen Dank an die Firma Curaprox, die diesen großzügigen Nachlass wirklich einräumt für Zuschauer dieses Kanals und natürlich auch Patienten unserer Praxis. Ja, ganz vielen Dank, Kerstin. Also Wahnsinn, ich lerne heute so viel über Putztechnik wie in den letzten fast 50 Jahren nicht. Hat Spaß gemacht. Gerne. Und dann schauen wir mal, was uns noch zum Thema Zähneputzen einfällt. Ganz viel. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.